die Spitze der Leiste erreicht hat, kannst du das Kommando auswählen, das ausgeführt werden soll. Mit R kannst du einen Charakter auch einfach überspringen. Jawohl! Hoppo. Okay, Fertigkeiten werden automatisch zugeordnet. Drücke in einem Kampf einfach die entsprechende Taste und tada, die Fertigkeit wird ausgeführt. Jawohl, das Ziel wird automatisch angewählt, also musst du nur noch die Fertigkeiten-Taste drücken, um durch einen Kampf zu eilen. Ja, eigentlich wie man es halt kennt, oder? Fertigkeiten werden den Tasten in der Reihenfolge zugewiesen, in der sie erlernt werden. Im Menü kannst du diese Einstellung jedoch auch selbst vornehmen. Okay, schauen wir mal. Also im Moment kann ich ja eh nur... Ach, ich wähle Angriff jetzt nicht, indem ich auswähle. Ah, okay, das ist wirklich ein bisschen ungewohnt. Yeah, that's the way to do it. Juhu, ich hab's verstanden, dass ich einfach nur eine Taste drücken muss. Um Fertigkeiten oder Magie im Kampf einzusetzen, brauchst du Aktionspunkte. AP, jawohl. AP füllen sich um eine bestimmte Anzahl auf, wenn eine Runde vorbei ist oder wenn ein Charakter die Schwachstelle eines Gegners getroffen hat. Okay. Für ganz besonders starke Fertigkeiten braucht man ganz besonders viele AP, also spare sie dir für den richtigen Moment auf. Jawohl. Da sagt halt statt Kupo Kupo immer jawohl. Die meisten Miragen haben Schwachstellen, die du im Kampf zu deinem Vorteil nutzen kannst. Kannst du sie aufdecken, wird der Kampf gleich einfacher. Also jetzt kann ich ja eh nur angreifen und verteidigen, wenn ich das richtig sehe. Ja. Ah, da die blaue Leiste. Geht hoch. Ach so, das ist jetzt ist mir... Was mache ich denn da gerade? Was für eine tolle Animation. Das ist echt... Das hat sich nicht geändert. Seit Final Fantasy 1 sind die Animationen so, dass der da steht und so macht und da hinten sieht man irgendwo die Kratzer. Das wäre auch viel zu bahnbrechend, das mal zu ändern, ne? Okay, dir stehen drei verschiedene Kampfmodi zur Auswahl. Der Aktiv-, Semi-Aktiv- und der Haltemodus. Im Aktivmodus geht der Kampf auch dann ununterbrochen weiter, wenn du im Fertigkeitenmenü eine Auswahl triffst. Die Kämpfe erhalten dadurch ein höheres Tempo. Jawohl. Kampfmodus halten semi-aktiv aktiv. Okay. Wenn du im Haltemodus an der Reihe bist, wird die ganze Zeit angehalten, bis du eine Aktion ausführst. Dadurch erhältst du eine kleine Verschnaufpause. Jawohl. Im Menü kannst du zwischen den verschiedenen Modi hin und her wechseln. Ist der Aktivmodus zu schwierig? Wechsel zur Eingewöhnung in den Haltemodus. Ich glaube, ich mache den Haltemodus. Das finde ich immer angenehmer. Hat man Zeit zum Nachdenken. World of Final Pokémon. Ja. Klassischer Modus. Eine Sache noch. Wenn du im Kampf L1 drückst, kannst du das Kommandomenü öffnen. Weil so viele Leute bei dem Anblick ganz nostalgische Gefühle bekommen, nennen wir es klassische Ansicht. Jawohl. Okay. Ja, klassische Ansicht. Ich bin auch nostalgisch. Nostalgie. Einige Kommandos wie Erlöser oder Fliehen lassen sich auch nur in dieser Ansicht verwenden. Natürlich haben Aktiv- und Haltemodus auch hier Einfluss darauf, wie die Zeit vergeht. Ach ja, die klassische Ansicht erlaubt dir auch, dein Ziel selbst auszuwählen. Klassisch empfiehlt sich also, wenn du mehr Einfluss auf den Verlauf eines Kampfes haben möchtest. Also sieht es nicht nur besser aus, sondern es ist auch noch besser in der Anwendung. Ja, dann ist ja eh klar. Würde ich mal sagen, ne? Hier. Jetzt muss ich warten. Mein Gott, das sieht aus wie so ein Pikachu da irgendwie links. Ich guck ganz kurz, was ich sonst noch machen kann, aber ich kann eh nur angreifen. Alright, alright. I think I've seen enough for one tussle. We did it! Aber da passt ja hier mein Kabel. Mein Kabel, auch sehr gut. Nein, hier. Der passt da voll gut dazu. The figure it out
Orion? The two of you? We're unsurpassed. No, the Mirage could stand up to you. Dude, seriously? Sure it is. As far as I can tell, you two have lost everything. All the memories and experience you've ever accumulated. Oh, but wait. Of course that would have happened when you and this world were spliced out. Huh? So not only did they lose the Mirages they had, they've been stripped of all their memories of the Mirages too? But I guess that explains why all their other memories seem to be largely unaffected. What? Listen, let me show you something. Yeah, sieht ja auch aus wie ein Pikachu. There, just beyond this light, lies another world called Grimoire. That is where you'll find all the Mirages you've lost. You mean they're all inside this gate? You got it. Are you ready to conquer them again? So, if we do manage to find all the lost Mirages, does that mean we'll be able to remember the things we forgot? Well, I don't know about that. After all, you lost your memories. It's not the same thing as forgetting them. So. But even if you don't remember Grimoire, Grimoire still knows a lot about you. You're certain to find traces and records of your past. Okay. So, like... You're saying whether we remember anything about ourselves or not, we can still find clues about our past and the things we've done? Correct. And if you keep on gathering mirages, I think you might even meet your family in due time. Our family? Huh? Well, I guess it does make sense that we'd have parents. Oh, yes. So then, you going? You going? Will you journey to Grimoire? Also waren die in so einer Art Traumwelt gefangen, oder wie? Also haben die ganze Zeit gedacht, da wären Leute und da wäre etwas um sie herum und... Oder so, oder? Hätte ich jetzt mal gesagt. Ja, ich werde den Fortschritt auf jeden Fall speichern, werde aber ganz kurz schauen, ob ich mein Mikro auch noch einen Ticken lauter stellen kann. Ich schaue nur ganz kurz, wo das funktioniert. Wahrscheinlich sieht man mich jetzt in Übergröße auf dem Bildschirm. Einstellungen für Audio. Kann aber sein, dass es jetzt auch gar nicht geht, während ich aufnehme. Ich gucke nur kurz. Nee, ich glaube, das geht nicht. Doch, nee. Warte mal, Einstellungen für Audio. Nee, ich glaube nicht. Nee. Das geht anscheinend jetzt gerade nicht. Naja, speichern wir den Fortschritt und... Wie? Nee, gar nichts? Was ist nee, gar nichts? Ach so, es war kein Bild gerade da, als ich im Menü war. Okay. So, es wird gespeichert. So. Durch verteidigen kannst du im Kampf. Chapter 1. Durch verteidigen. Land die Welt of the Lilliken. Der Murkel. Oh, ein Wald, ja. Sehr cool. Der Quellwald. So, this must be Grimoire. What? Wie sehen die denn jetzt aus? Oh my God, like such a little dweeb. I know, we look ridiculous. Oh, don't worry. Der sieht genauso aus. And a crow just wanted to make sure you had a nice and a handy way of blending in. Wow, she can do stuff like that? That is awesomely weird.
Well, this kind of works out. We won't have anybody gawking at our arms. Way to find the silver lining. Voll süß. Chibis, ja. Von Murkeln und Hühnen. Die kleinen Menschen hier in Grimoire heißen Murkel und die großen werden Hühnen genannt. Lan und Rain können frei zwischen beiden Größen hin und her wechseln. Jawohl. Drücke einfach L1 und Viereck für Lan und das andere für die Rain. Ah, okay. Was bringt mir das? Aber Vorsicht, die Größe, für die du dich entscheidest, ist die, in der Rain und Lan Kämpfe bestreiten. Okay. Interessant. So, Tama und Anna erklären die Welt. Tama, alles worüber Anna's Cross und ich hier sprechen, kannst du dir im Menü in der Bibliothek unter allerlei Wissenswertes noch einmal durchlesen. Jawohl. Anna, genau Tama. Ab und an füge ich auch Informationen hinzu, die man nur dort einsehen kann. Ah, ich war abgelenkt. Auch wenn du denkst, du hast schon alles gesehen, lohnt sich ein Besuch also dort. Okay. Gut. I guess we should head straight down this path. It's the only direction we can go. Think you can manage to not get lost? You know, just this once? Ich kann ja schon laufen. I'm not gonna get lost. Yet. Okay, also ich kann hüpfen. Und ich kann ins Menü gehen. Das finde ich immer sehr gut. Okay. Kampfgegenstände geht noch nicht. Prismen. Ein Prisma, das zum Einfangen von Miragen der Familie Yorugu benötigt wird. Okay, alles klar. Wichtiges haben wir nicht, sonstiges haben wir auch nicht. Logbuch haben wir auch. Gut, wie kann ich dann nochmal in den klassischen Modus umschalten? Im Kampf L1. Okay, im Kampf. Ja, das sieht aus wie Pokébälle, finde ich auch. Da ist auf einmal die Musik weg, das war jetzt komisch. Ach, guck, ich kann es auch hier umstellen. Halten das eh schon, Kampfmusik, okay. Sprachlautstärke, das müsst ihr mir sagen, passt das so? Musiklautstärke, genau das gleiche, Soundeffekte. Aber wenn ich das ein bisschen leiser mache, bin ich wahrscheinlich ein bisschen lauter. Also das könnte ich leiser machen, wenn das besser passt. Ja, das wäre eigentlich ganz cool. Wenn ich da ein Feedback bekomme nochmal. Und sonst Sprechernamen. Ja, toll, da steht ja wieder Mädchen. Kampfmusik haben wir. Aha, Standard und Kampf 1. Aber ich kann mir kein... Doch! Okay, und Standard? Da gibt's keinen, okay. Sound ist supi? Okay, perfekt, das freut mich. Juhu! Das wundert mich ja, dass das jetzt wirklich mit der PS4 auf Anhieb alles klappt. Das ist echt schön. Oh, hello! I spy another mirage. That is the call of Choco Chick. What are you the waiting for? Go on and imprison the it. Okay. Was denn niedlich? Ich will den haben. Mit der Eierschale noch auf dem Kopf. Oh. Pokéball, flieg und sieg. Wieso hat der am Schwanz die Krone? What is it? That's the call to Prism. Use it to the make the Choco Chicks Prismarium. Every time you find a new the Mirage you haven't seen before, it'll be recorded in Anna Crow's special Mirage manual. Whoa! Does it even have pictures? You the betcha. And then whenever you add a new Mirage to the manual, you receive one of its prisms. But only the first time, mind you. Der hat einfach so ein Anti-Entry-Leer. Then they use your prism. Hat. Einfach so halt die Einträge, so ein Bisterium, ne? Miragen einfangen. Um eine Mirage einzufangen, brauchst du ein leeres, mit ihr kompatibles Prisma. Jawohl. Wo du so ein Prisma herbekommst, keine Sorge, du erhältst immer eins von Annas Cross oder Crow, wenn du zum ersten Mal auf eine Mirage einer Familie triffst. Jawohl, das sind ja echt tolle Namen überall. Was? Warum ich dir nicht gleich alle Prismen für alle Miragen in Grimoire